Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute geht es um meine Taschenlampe und zwar um die True Night TIS mit 60 Lumen. Hier haben wir das gute Stück. Geliefert wird das in so einer Aluminiumdose und ja, schauen wir uns die mal an. Habe sie vorhin schon mal aufgemacht und habe eine AAA-Batterie reingetan und ja. Auf geht's. Also hier hat das so ein Jimping, was sehr grippig ist, also sehr angenehm. Hat ein Cree-LED-Chip drin und so ein Orangenaut-Orange-Spiel-Reflektor. Ich habe die Lampe gesehen bei Fuwa Forest Films, bei Hillbilly TV und ja, schwuppdiwupp und da habe ich mir auch eine bestellt, weil das ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist, glaube ich, Aluminium hier, also die ist auch sehr leicht. Apropos Preis, die kostet 6,95 € bei Amazon, versandkostenfrei. Also da konnte ich nicht widerstehen. und ja, hier ist so eine Öffnung. Hier ist mal ist weg. Hier ist auch noch so eine Bedienungsanleitung. Und hier haben wir so einen Ring und so zwei Ersatzdichtungen. So, packen wir das mal wieder rein. Nee. So rum. Und ja, betrieben wird das mit so einer AAA-Batterie. Mache ich mal auf. Geht natürlich auch ein Akku, ne? Hier rein. Oh, was ist das? Das ist jetzt so eine No-Name-AAA-Geschichte, aber nun gut. Tut der Sache keinen Abbruch. Aber wie gesagt, da kann man auch hier Akku reintun. Hatte ich jetzt keinen zur Hand. Aber wie gesagt, ist machbar. Hier halt einen Schlüsselring zu befestigen fürs Schlüsselbund. Und ja, macht echt einen guten Eindruck. Hell ist sie auch unfassbar. Also echt, die 60 Lumen, die hauen ganz schön rein. Dann werde ich gleich mal einen Test machen. Also sprich, in einen stockdunklen Raum gehen und mal anmachen. Und ja, also für den Preis, Hammerteil, ehrlich. Mache ich mal einen Größenvergleich. Also, ja, nehme ich jetzt mal ein Opinel Nummer 8, weil jeder kennt ungefähr das Opinel Nummer 8 und weiß dann in etwa, wie groß diese Taschenlampe dann ist. Also, für den Schlüsselbund perfekt, eigentlich von der Größe her. Und hier haben wir noch mal eine Cree Ultra Fire. Die hat angeblich 300 Lumen. Kann ich nicht, weiß ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie man das misst. Auf jeden Fall ist die auch echt extrem hell. Also die ist jetzt nicht, also ob sie wirklich 300 sind, weiß ich nicht. Aber egal. Okay, dann machen wir jetzt mal den Indoor-Test, also beziehungsweise im Dunkeln. Bis gleich. So, jetzt sind wir im dunklen Raum und jetzt mache ich den mal an. So. Also, es ist wirklich heller als auf der Kamera. Also, es ist wirklich da hier. Also, ich sag mal so, für den täglichen EDC-Bedarf absolut ausreichend. Also sich mal hier irgendwie ja, Schlüssel, also sprich, sich mal kurz irgendwo hinzuleuchten oder so, ideal. Okay. Na, schöner Lichtkegel, auch relativ warm. Na, klasse.
So, das war die True Night TIS mit 60 Lumen und also eine absolute Kaufempfehlung für diese 695, ideal. Ne, und als EDC-Lämple nicht schlecht. Wenn man es hier in Maxpedition könnte man auch reintun. So als EDC kleine Notlampe. Bestimmt nicht schlecht. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.